Hey, klasse, Frankreich, wir sind tot, Leute. Oh, schon wieder Frankreich. Und was auch keinen Sinn macht, der W12 Nardo ist stärker als der Roadster. Warum ist der... Ich verstehe es teilweise nicht, aber egal. Ich hab überholt, weil ich gelogen hab. So, ne, gelogen haben wir nicht, wir haben ja so ein bisschen abgekürzt. Aber da dürfen wir... Was ist denn hier los? Ich mag es nicht, wenn irgendwelche Objekte auf der Strecke sind, weil dann weiß ich ganz genau, dann backt mein Wagen gleich irgendwo fest. Und die Aktion, die wir hier machen, die ist auch keine gute Idee. Wenn du gerade früh eingeschaltet hast, guck dir mal die älteren Folgen an, dann verstehst du, warum ich sage, das ist keine gute Idee. Ich will ja nichts sagen, aber wo fahren wir denn jetzt hier rum? Oh, meine Tastatur quietscht wieder. Cool. Richtig? Okay. Das ist aber schick hier. Da waren sogar Zuschauer. Oh, da hinten kommen die Jungs wieder. Ich höre die. Ich wäre ja mal wieder für einen Sprint, Leute. Das kommt so selten in dem Spiel vor, dass man einen Sprint kommt. Schön außen, sonst machen wir wieder einen Backflip. Voll aufgesetzt erstmal. Trotz hoher Federung. Okay, da vorne ist das Ziel, das ist gut. Da haben wir zumindest eine Runde überlebt. Jetzt müssen wir nur die zweite überleben. Okay, wir haben einen guten Abstand gerade. Einen sehr guten. Ich kotz gleich, wenn ich mich noch so weiter drehe. Alter, nicht vibrieren! Oh, der neue Golf 3 Vibrator. Gesponsert von Bad Dragon. Nein, hör auf! Alter. Oh, das knippert sogar, wenn ich hier das Leash wechsle. Das ist also super Volkswagen-Technik hier. Hoppala. Stellt mal die Rückscheibe kaputt. Du brauchst dich aber sowieso nicht. Wir können ja nicht da hinten gucken von da an. Dreck, 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 Dreck. Okay, ich dachte schon, Checkpoint zählt nicht mehr. Dann wären mir die Augen rausgefallen, ey. Der Lied hat aufgehört. Das nächste Lied hat angefangen. Schön. Mir wird immer noch ein bisschen übel, wenn ich sehe, wie die Wolken sich bewegen. Nicht, weil die so scheiße aussehen, weil einfach die Bewegung, die finde ich so ein bisschen komisch. Aber die Berge sehen scheiße aus, das muss ich echt zugeben. Die sehen echt eklig aus, selbst World Racing 1 hat bessere Berge. Also das sieht wirklich aus, als hätte ich gerade bei MX vs. ATV... Streckeneditor rumgebastelt! Nein, 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 nein! Okay, alles cool. Unser Golf 3 sieht schon wieder so ein bisschen benutzt aus. Alter, schalt doch mal nicht! Du sollst nicht singen! So, wir sind Erster. Und haben 22.000 bekommen, das ist super. Mein Arschloch liegt. Was? Machen wir aber weiter. 124 bezahlen, alles klar. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie ich den eingestellt habe. Medium? Medium. Mit Fast, Low Speed. Ja, dann gehen wir mal hier. Car Setup. Medium, Medium, Steering, mit Fast und Übersetzung kurz. So, dann wollen wir das gleich schon mal für den W12 haben. So, denn, ach ja, wir können jetzt zu dem W12 wechseln, weil jetzt müssen wir den sowieso fahren. Scheiße, und ich kann mir das Kit nicht leisten, ne?
Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil das ist ja jetzt ein legales Rennen mit dem Popen da. In Dover natürlich. Oh ja. Hier? Ah, okay. Ich dachte, das Spielregler geht nicht mehr. Los! Boah, Alter! Warum dreht der so hoch? Ich hab Angst. Scheiße. Alter! Beruhigst du dich mal? Alter, was ist das denn für ein Ding? Der ist aber sowas von geil. Und Mann, ich fahre an jedem Scheiß hier vorbei. Tut mir gerade echt leid, Leute, aber der W12, der, ich bin gerade voll begeistert und gleichzeitig ein bisschen erschreckt. Wohin? Okay. Nein! Boah, knappe Sache. Nein! Hallo? Nein, scheiße. Da vorne. Ey Leute, der läuft astrein. Unser Preis ist 24.000. Meine Brust juckt immer noch. So, ich glaube, Spezialpreise für irgendwelche Autos bekommen. Nee, die bekommen wir gar nicht mehr jetzt. Garage. Parts. Nee, erstmal reparieren. $34 für ein Konzeptcar, na klar. Kann ich mir das leisten? Ich kann mir das leisten. Das ist schön. Da können wir uns leisten. Jetzt brauchen wir aber die 45.000 wieder. Kacke. Ach nee, Frankreich, Italien, USA. Ich muss gerade sagen, dass die Strecken ziemlich kurz sind eigentlich. Habt ihr das gerade gesehen? Das war ein bisschen eigenartig jetzt. Oh, ich nehme es wieder zurück mit dem Drehwunder. Scheiße. Alter, was ein Speed, ey. Scheiße, wenn man merkt, dass wir kein Handlingskit drin haben. Oh Gott. Boah, Alter, der schwabbelt Mumsen. Der rutscht ganz schön. Nee, habt ihr das gesehen, Leute? Das sind relativ kleine Rennen. Das sind nur noch Rennen, vielleicht 3 Kilometer und dann nur eine Runde. Ich nehme es nochmal zurück mit dem Spiel hat kaum Sprintrennen. Ich glaube, da war eine Sprungschanze. Die probieren wir gleich mal aus. Alter, guckt euch mal die Beschleunigung an. Ich hab gerade Angst. Hallo? Boah. Genau deswegen habe ich Angst. Komm schneller, schnell, schnell, schnell. W12. Nein, W12. Verarsch mich jetzt nicht. Boah, ich brauche ganz dringend ein Handlingskit für das Teil. Oh Gott. Boah, ich habe echt Angst vor dem. Dune-Bug. Ach ja, unser Freund der Dune. Der Dune W12. Na klar, wie soll das denn bitte aussehen? Der Dune Beetle. Oh Gott, die Bremsen. Den rüsten wir uns richtig cool auf noch. Ich habe immer nur Angst. Alter, wieder beschleunigt. Wie sieht das Cockpit von einem aus? Okay, das stimmt teilweise sogar so. Alter, warum muss ich mit dem so auf dem Gelände fahren? Ja, Leute, wenn ich gerade so ein bisschen scheiße fahre, dann liegt das erstmal daran, dass ich von der Beschleunigung total... Alter, boah. Von der Beschleunigung total überfordert bin und, ja, wir haben kein Handlingskit drin, ne? Das Ding fährt sich nicht gerade angenehm. Aber ist ein W12, ist ein klasse Auto, ey. Alter, das Ding beschleunigt wie so ein Space Shuttle. Hilfe!
Alter, ich komme mit dem Handlings, ohne Handlings-Kit komme ich hier echt nicht in die Kurven. Ich brauche dringend eins. Da steht jemand? Warum? Scheiße. Was macht denn der da? Hi, Golf. Ach. Hey! Hallo, W12? Danke. Hui! Oh, ey, super schlumm. Motion, Dab auf, bla. Egal. Ich hab komische Scheiße gelabert. Aber der Boost ist wieder zurück. In. Alter, die Bremsen. Die Bremsen reagieren kaum. Nun, ich hab Angst vor dem Auto. Ja, Gänge? Hallo? Danke. Das ist echt abgefahren. Ich trau mich gar nicht, mit dem Ding richtig Gas zu geben. Und dann noch die kurze Übersetzung, weißt du, dann beschleunigt er ja noch extremer. Stell dir mal vor, das sind neue Reifen alles drauf, aber die Reifen gibt's ja hier in dem Spiel nicht. Ja, die Beschleunigung, die sorgt echt ein, dass man da echt Respekt... Boah, Alter. Obwohl, ich glaube, der Roadster, der hat ja ein bisschen weniger Power gehabt. Vielleicht stimmt das ja mit der Leistung so. Ah, nee, der hat immer mit 400 PS, glaube ich, gehabt. So serienmäßig, weiß ich jetzt nicht. Ich muss mich nochmal informieren. Oder Test Drive Unlimited spielen. Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Egal. Sah gerade aus, als hätte ich Flo bei Need for Speed World eine geknallt. Der Zero Dawn LP. Nicht down. So down ist er noch nicht. Der macht zwar gerade Pause, aber. Der kommt sowieso bald wieder. Ja, der ist jetzt hier. Schön. Ich bin im Wasser gefallen. Egal. 26.000. Damit können wir uns aber noch nicht das Handlings-Kit leisten. Das kostet nämlich, glaube ich, irgendwas mit 50, oder? 50 oder 40? 45. Genau dazwischen. Reparieren. Was war denn kaputt? Turbo. Oder was? Egal. Eine Runde. Ja, die sind alle nur so groß, Leute. Guck doch mal. Das ist echt nicht mehr viel. Dann machen wir mal eine Runde. Boah, 35.000, wie cool. Das riechnet ja wirklich richtig Geld. Sikili! Boah, die Strecke ist aber ewig nicht mehr gefahren. Oh Mann, ey. Boah, Volkswagen Bolid. Alter, Volkswagen Bolid. Das sind Erinnerungen von der Karre, Alter. Boah. Und los. Ich habe immer noch Angst vor der Beschleunigung. Nein, die rumbangende Brücke. Alter, kein Handlingskit. Zu viel für meine Nerven. Bremsen? Ja, sag mir bitte nicht, wir müssen diesen scheiß Geländeberg hochfahren, oder? Och man, Leute, macht doch Witze jetzt, oder? Ah, nee, doch nicht. Dankeschön. Ihr macht doch gerade Witze. Ist gut. Habe ich wenigstens was zu lachen gehabt. Alter, die Beschleunigung. Nein! Jetzt! Hör auf! Was am Strand? Okay. Oh Gott. Physik. Kannst du mal bitte Gas geben? Hallo? Okay, danke. Alter, wer kommt denn auf die scheiß Idee mit dem W12? Im Gelände zu fahren. Ich fahr gleich überall rein hier, ey. Okay, der ist leider Ziel. Der wippt so ein bisschen hin und her. Das gefällt mir nicht. Na, da bin ich jetzt mal gespannt auf die anderen Rennen. Die sind ja alle nur noch so kurz. Alter, boah. Erdbeben, Fukushima, bam. So, ab ins Ziel. Cool.
Und da kriegen wir 35.000. Die können wir auch gut gebrauchen gerade. Manchmal hört sich ja an, als würde ich irgendwelche Sätze ablesen, weil ich die, glaube ich, wiederhole. Egal. Wir kaufen uns jetzt das Handlingskit. Jawohl, Suspension-Kit. Oh, super. Wir haben sogar noch Kohle übrig. Vielleicht aber auch nicht, scheiße. Was können wir denn so an Leistung noch machen? Was haben wir denn hier? Oh, da gibt noch mehr PS. Nitro! Boah, den könnten wir auch einbauen. Was haben wir noch? Das macht ein paar PS. Macht wieder ein paar PS. Was ist das? Ich glaube, das macht den Motor einfach leichter, glaube ich. Also andere Materialien. Warte mal, ja. Eine Domstrebe. Stabilisatoren. Und das weiß ich nicht. Das ist irgendwas, glaube ich, mit. Oh, da bin ich mir nicht sicher, was das jetzt ist. Ich möchte keinen blöden Mist erzählen, deswegen sage ich jetzt mal eben gar nichts. Ladeluftkühler. Haben wir ein Turbo? Ja, wir haben ein Turbo eingebaut. Warte mal, 4 PS? Wie viel bringt das auf 4 PS? 2,4 PS? Okay. Dann nehmen wir das hier einmal. Nochmal das hier. Und das hier. Und wir haben jetzt... wir haben jetzt 659 PS. Das kommt so ungefähr an dem Nardo dran. Ich mach mal die Übersetzung ein bisschen länger, sonst reißt er sich den Arm aus, der Typ. Wir machen die Übersetzung doch vielleicht noch ein bisschen noch länger. Cool, finde ich schön. USA, ja, toll. Alter. Oh, ey, das wird ein Kampfjet. Ja. Ich habe mir gerade ein bisschen wehgetan. Alter. Los! Vielleicht war das doch keine gute Idee. W12? Bremst du? Okay, danke. Hallo? Alter! Scheiße! Nein! Boah, nicht schon wieder der Golf 1. Der taucht echt überall auf und will mir das Leben versauen. Hau ab jetzt hier. Mit dem W12 versaust du mir nicht mein Leben. Alter, wir haben schon 50% der Strecke durch. Ich muss sagen, die lange Übersetzung gefällt mir jetzt eigentlich, aber... Die finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil jetzt beschleunigt er nicht mehr wie so ein Space Shuttle. Jetzt beschleunigt er nur noch wie so eine Rakete. Er macht ja gar keinen Sinn. So. Wir haben schon 80% der Strecke durch. Das ist gut. Ach, da steht VW hinten drauf. Ich habe mich gewundert, wofür da Dreieck da hinten steht. Jetzt weiß ich das. Ist VW. Mal kurz runterbremsen und wieder rauf auf die Autobahn. Und gewonnen. Aua. Oh, der Golf 1 hat gewonnen. Ich drehe durch wegen der Karre, ey. Die verfolgt mich überall.